Herzlich willkommen zurück zu Rune Factory Oceans. Die liebe Elektra möchte mit uns reden. Das heißt, wir können die Zuneigung zu ihr steigern. Es gefällt mir sehr. Es ist schön ruhig, weil ich während meiner Pause lesen kann. Du musst wissen, dass ich mich heimlich weiterbilde. Ich habe es meiner Mutter nicht gesagt, aber ich möchte schon bald in der Stadt zur Schule gehen. Heimlich? Wieso? Verstehst du dich nicht mit deiner Mutter? Nun, ich möchte sie nicht beleidigen, aber ich studiere, damit ich eines Tages Bürgermeisterin werden kann. Ich liebe meine Mutter, aber sie ist häufig achtlos und unbesonnen und mit Geld kann sie gar nicht umgehen. Das ist schlecht für eine Bürgermeisterin. Ich möchte in ihre Fußstapfen treten, aber ich will es auch besser machen. Deshalb möchte ich zur Schule gehen und Wirtschaft und Zivilkunde studieren. Ich habe mir vor meinem Verdienst etwas beiseite gelegt, um für die Schule zu sparen. Toll, ich bin beeindruckt. Elektra, du arbeitest so hart. Oh, das ist keine große Sache. Ich arbeite nicht annähernd so hart wie Bismarck oder Lilly. Aber ich glaube, dass es toll ist, dass du auf so ein gutes Ziel hinarbeitest. Ich respektiere das echt. Oh, das ist aber nett von dir. Hab vielen Dank. Boah, Freundschaft mit Elektra ist schon auf 2 jetzt, nur durch das Gespräch. Wowie, finde ich gut. Das ist jetzt, also ich meine, wir haben noch nicht mal alle ES-Events durch. Erste Freundschaft. Morgen! Cassie ist nur ein kleiner Bruder und den typischen Spruch, den sie immer so lasst. Warte, Cassie. Oh, noch erwischt. Guten Morgen. Guten Morgen. Und schon verschwindet er. Ach, hallo, guten Morgen. Ich hoffe, dass der Tag schön wird. Wenn dir der Sinn nach Predigt steht, kannst du gerne die Kirche besuchen. So. Hier ist noch nichts los. Ich glaube, von 12 an erst. Naja, es ist. Muss ich euch halt ein bisschen so rumführen. Ah, da ist sie ja. Schön, dich wiederzusehen. Nice, ist schon eine Weile her. Willkommen zurück. Könntest du für mich Nachforschung anstellen? Ja. Gut. Was hast du herausgefunden? Wie war es? Wie viele Säulen hast du gesehen? Waren sie im legendären architektonischen Stil der Gegend? Ach du Scheiße. 25 davon geht auch die Literatur aus, aber daran stimmt irgendwas nicht. Welche Farbe hatten die Steine? Oh, Wacker. Weiß, braun, rot. Die Steine? Ich tippe mal auf braun. Gebaut wurde, gibt es. Gab es ein Muster auf dem Boden? Ja. Oh, interessant. Oh, ich sterbe vor Neugier. Ich würde dort so zu gern selbst forschen. Ich bin so neidisch auf dich. Okay. Es gibt viele Dinge, die in der Umgebung der Insel Finit versunken sind. Doch niemand weiß, warum sie versunken sind. Wir brauchen keine Legenden oder Mythen. Wir brauchen echte Beweise. Und der Schrein ist ein solcher. Oh, ich kann es kaum erwarten, dorthin zu fahren. Oh je. Oh my. Ich schwafel schon wieder herum. Hier ist deine Belohnung. Danke, ich wusste nicht, dass du solch Interesse an Geschichte hast. Oh, wie könnte ich das nicht? Die Geschichte lehrt einen so viel. Ich hoffe, du hilfst mir mal wieder bei meinen Forschungen. Ich hoffe schon bald einen neuen Auftrag ans schwarze Brett hängt. Halt die Augen offen danach. Auftrag erfüllt. 3000 Gold Belohnung erhalten. Okay.
Das ist eine sehr lukrative Sache, obwohl ich jetzt gerade raten musste, wie viel das nochmal war. Ich meine, ich war ein paar Mal auf dieser Kackinsel, aber oh mein Gott. So, jetzt kann ich mich endlich auch mal hier noch ein paar neuen Aufträge nehmen. Morgen wird die Sonne, eine wunderschöne Tag. Es gibt kaum Nachfrage an Möbelstücken, du wirst kaum noch was dafür bekommen. So, Code ist so. Okay, ich würde sagen, ich versuch's nochmal. Diesmal habe ich ja eine bessere Waffe. Sekunde, wo sind die Kote überhaupt? Wo sind wir? Am Strand. Hallo Elektra. Odette hat bald Geburtstag. Aber ich verrate niemandem, was ich ihr schenke. Ja, so der Geburtstag hat ich auch irgendwie schon mitgekriegt, aber noch nicht wirklich eine Ahnung. So, Mikoto. Oh, Kenshi, ist eine Weile her, dass wir uns getroffen haben. Ich habe zufällig etwas gehört, Kenshi. Meinst du die Nachricht vom Schwarzen Brett? Richtig. Ein Reisender hat mich von einem riesigen Steinkopf erzählt, der östlich der Insel Finit im Meer versunken ist. Was meinst du, Kenshi? Interessiert dich das? Aber natürlich. Das dachte ich mir. Kenshi, ich freue mich auf deine neue Entdeckung. Ja. So. Und dann wollen wir uns doch mal dieser Sache widmen. Wie ihr sehen könnt, habe ich da so ein paar Fressalien auf die Schnellzugriffsdings da gelegt. Beziehungsweise, was heißt Fressalien? So ein paar Tränke und. So, da müssen wir hin. Und Abmarsch! Sehr schön. Direkt vor unserer Nase. Und da haben wir wieder den Steinkopf. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ihn schon mal gehoben. Allerdings sind wir da volle Kanne abgenippelt. So. Also, ich habe hier ein Hackebeil. Das etwas mehr drauf hat. Und ich werde mal unseren Käfer mitnehmen hier, unseren flotten Göttin. Nehm mit. So. Dann werde ich noch mal eben den Schnellzugriff noch ein bisschen bestücken. Und ja, das dürfte hinhauen. Ja, nicht. Leute, ihr dürft mir Glück wünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es packe. Aber ich meine, wir haben jetzt nicht mehr das blöde Katana mit 6 Angriff, sondern hier mit 23. Käfer hilft uns flotterweise. Ich bin mir
fast sicher, dass wir es sogar schaffen können. Es sind bloß noch zwei von diesen komischen Kobold-Viechern. Oh, Schweigen gehabt. Ich dachte schon, unsere Göttin macht ihn alle. Bo. Frag mich jetzt nicht wieso, einfach so. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. War der letzte. Und wow, eine Schatzkiste. Geilissimo. Das nenne ich doch mal einen Erfolg. So, erstmal hier dieses Kleber aufheben. Habe ich noch irgendwas? Okay. Was ist das? Eine Statue. Es ist eine Statue eines Mädchens. Sie sieht irgendwie aus wie eine Zauberin. Es hat keinen Sinn, das nach Hause mitzunehmen. Ich denke, wir sollten sie einfach hier lassen. Was? Das können wir nicht machen. Ich würde mich so schlecht fühlen. Warum würdest du dich schlecht fühlen? Es ist bloß eine Statue. Aber ich würde mich trotzdem schlecht fühlen. Kenshi, als wir Kinder waren, hast du immer Spielzeug zerstört und es weggeworfen. So als ob es keine große Sache wäre. Du musst dich besser um die Sachen kümmern. Okay, okay, beruhig dich. Ich werde sie nicht wegwerfen. Ja. So, sonst nichts los hier? Nichts. Ja. Dann geht's zurück auf Yugi schon. So. Und dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Oh, Gurken. Ich liebe Gurken. Besonders auf Sandwich schmecken Gurken sehr lecker. So, gibt's sonst noch irgendwas? Oh, Erdbeeren. Mann, seid ihr fleißig, meine kleinen Bohnenspielchen. Meine kleinen fleißigen Hühnchen. Ich war so frei und ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part gemacht habe. Ich habe jedenfalls den Rassenstab zu einer höher entwickelten Form mit Hilfe von einem Erdkristall gemacht. War etwas schwer, weil man da irgendwie Level 40 oder so haben muss und wir haben da noch nicht so hohes Level. Macht aber nichts. Wollte ich euch nur zeigen. Mondtropfen und noch mehr. Ernten. Aus Kartoffeln kann man mit Hilfe von Buttern auch total geil. Ihr sehen könnt, welche Langmatsche. Kann ich schon etwas weitläufiger aufnehmen. Aber was ich sagen wollte, ich kann schon Bratkartoffeln. Also mit ein bisschen Glück kann ich mit Butter und Kartoffeln Bratkartoffeln machen. Mann, bin ich gut. Und Bratkartoffeln geben echt viel RP zurück. Also zeige ich euch gleich. Ich habe es mir noch aufgehoben, weil mit Erdbeermarmelade und hier Spinat, gebratenes Gemüse, kriegt man auch ziemlich gut RP zurück. Das reicht für den ersten Anfang so, wenn man mal irgendwie was
gefertigt oder so. Oh Mensch, wir kriegen jetzt richtig oft Gurken. Das finde ich geil. Ich habe irgendein Rezept gesehen, was man mit Gurken machen kann. Und ich hatte aber noch keine Gurken bisher. So. Ist hier irgendwo eine Stelle, was ich hier abgeerntet habe? Ah, hier kann ich noch was. Und Pflanzen. So, wir haben hier übrigens auch schon 82% oder so. Das zeige ich euch gleich. So, eine Sekunde. Oh, hier, ach ja, den habe ich dabei. Und das ist unser neuer, der macht Kartoffeln, Erdbeeren und Gurke. Ja, also im Prinzip dasselbe, was der andere macht. Ich setze den einfach mal dahin. Ja, 87%, wie ihr sehen könnt. Ist unser achtes Monster. Ich wollte gerade eben noch mal gucken, was für ein Level der hat. Kann man das denn sehen? Infos. So. Der ist Level 15. Also müsst ihr euch mal vorstellen, der hier ist Level 1 und der ist Level 15, den wir besiegt haben. So, und dann haben wir hier unsere Level 11 Göttinnen, die hat Angriff 51. Oh, der wäre eindeutig eine bessere Wahl. Warte mal. Och, ich weiß zwar nicht, ob die da irgendwas bringt. Bobo ist der tollste Monster. Jo, klasse. Der wird uns definitiv auf dem Piratenschiff später nochmal nützlich sein. So. Aber ich wollte euch ja zeigen, hier wegen... Oh Mann, ist mein Inventar wieder voll... So, hier, ich habe schon 5-mal Bratkartoffeln gemacht. Das bringt 175 RP zurück und 40 LP. Ermüdungsangriff 100%, Feuerabwehr plus 10. Ja, Milch habe ich auch noch. Das heißt, ich kann gleich nochmal Butter machen. Und oh, was ist denn jetzt los? Also, was sollen wir jetzt damit machen? Damit? Mit der Statue. Sag jetzt nicht, du hast sie vergessen. Ah, natürlich nicht! Nun, wie wär's da drüben? Was? Du willst sie hier im Haus aufstellen? Natürlich! Ich würde mich schlecht fühlen, wenn sie sie nach draußen stellen. Okay, schön. Eine versteinerte Mensch. Wie ist das? Ja, sieht gut aus. Es fühlt sich an, als würde sie mich anstarren, wenn ich schlafe. Das ist unheimlich. So, jetzt haben wir also hier dieses Mädchenstatue. Irgendwie kenne ich das also. Ich glaube, die ist nicht wirklich eine Statue, aber okay, lassen wir das. So, hier machen wir einmal Butter. So. Falsches. So, und in der Pfanne hier unten 40 Bratkartoffeln. Tada! Bratkartoffeln. Wollte ich euch nur mal zeigen. So. Jetzt gehen wir ganz schnell noch zu Mikoto, bevor wir den Park beenden. Wo ist sie denn? Am Strand. Okay, Strand. Menschen haben sehr viel Lohn. Hey there.
Hier geht's zum Schlag. Und das Mikoto. Guten Tag, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ich war an dem Ort, von dem du erzählt hast, Mikoto. Ah, und wie war's? Es gab dort einen riesigen Steinkopf, wie du gesagt hast. Verstehe, dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass es ein aufregendes Abenteuer war. Ach, das kannst du laut sagen, Mikoto. Die Statue ist wahrscheinlich auch froh, dass du sie gefunden hast. Auftrag erfüllen. Krieg ich noch eine Belohnung? Meine Waffe, mein Schwert. Alle Waffen hier sind mit einem Zauber belegt. Dein Zauber schickt die Monster dahin zurück, wo sie hingehören, nämlich in den Wald der Anfänge. Dank diesem Zauber können wir die Monster loswerden, ohne sie töten zu müssen. Wenn du gegen Monster kämpfst, solltest du daran gewöhnen, seine Waffe zu verwenden. Waffenfähigkeiten sind unbedingt im Doppelklingen. Zweihandschwert, Speere, Äxte und Katanas. Je mehr an eine Fähigkeit eingesetzt, desto besser wird man. Am schnellsten meisterst du eine Waffe, indem du einfach mit ihr trainierst. Ja, finde ich ja ganz toll. Ich habe jetzt gar keine Belohnung bekommen, obwohl ich... Okay. Reden wir hier noch mit Bismarck. Guten Tag. Oh, gleich eine Fähigkeit hast du gekriegt. Geile Sache. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielleicht klärt sich dann auch hier die Belohnung wegen den Fotos. Und bis dann sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.